Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal der Kirchengemeinde. Schön, dass Sie wieder mit dabei seid. Heute möchte ich als Wort des Tages ein Wort weitergeben, was mir besonders wichtig geworden ist in den letzten Wochen. Es ist das Wort Zuversicht. Die Evangelische Kirche von Deutschland hat im Moment diese Fastenaktion, Karin Hanke hat es gestern schon erwähnt, mit dem Titel Zuversicht, 7 Wochen ohne Pessimismus. Und mir hat das Wort Zuversicht sofort gefallen. Das war noch bevor Corona begann. Zuversicht. Ich weiß nicht, ob ihr eher zuversichtlich seid oder eher pessimistisch, eher bedrückt und sorgenvoll in den Tag geht oder eher motiviert und hoffnungsvoll. Es gibt immer einen Text in diesem Begleitheft zu der Fastenaktion. Ein Text, der in jeder Woche eine Quelle der Zuversicht beleuchtet. Und in dieser Woche ist es Psalm 62. Den möchte ich mal lesen. Da heißt es: Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Zuversicht entspringt aus der Stille. Wir denken normalerweise, ein Leben gelingt, wenn wir uns richtig anstrengen, wenn wir uns Mühe geben, wenn wir voller Kraft sind und Selbstsicherheit und Aktionen und Pläne aufstellen und Dinge bewegen. Hier in der Bibel heißt es, Stille ist das Geheimnis der Zuversicht. Ich weiß nicht, die einen haben im Moment zu viel Stille, andere haben zu wenig Stille und zu viel Chaos zu Hause. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit Stille. Ich versuche mir das jeden Tag so einzurichten, dass ich mich hier in meinem Arbeitszimmer auf meinen Sessel setze und dass ich den Anfang des Tages zur Ruhe komme. Ich mache die Augen zu, ich rede mit Gott, ich stelle mich darauf ein, dass er da ist. Ich schlage die Bibel auf, ich lese einen Abschnitt und ich richte meine Augen auf Gott und sehe, dass er da ist. Lese in der Bibel, was er alles getan hat, wem er geholfen hat, wie groß er ist, wie wunderbar er ist, wie sehr er mich lieb hat, wie sehr er diese Welt in seinen Händen hält, wie sehr er auch die Zukunft in seiner Hand hält. Und ich merke richtig, wie mir das Zuversicht gibt. Ich kreise nicht nur um mich selbst mit meinen Sorgen und mit meinen Gedanken, mit meiner kleinen Kraft und mit dem, was ich so denke, sondern ich schaue auf Gott und merke, er hat mich lieb. Er ist da. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft und er hilft mir. Und das tröstet mich. Das gibt mir Zuversicht. Versucht das doch mal. In eurem Alltag, in dem, was sie gerade bedrückt. Hinsetzen, vielleicht eine Kerze anzünden, zur Ruhe kommen, beten und dann still werden und merken, dass Gott die Welt in seiner Hand hält. Das ist die Quelle der Zuversicht. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.